Fast jeden Monat gibt es im Technikmuseum an der Dohlendorfer Straße spezielle Angebote für Kinder. Im Juli ging es beispielsweise um das Drucken und wenige Tage später fand ein Motorwolf zurück an seinen Ursprungsort. Selber drucken leicht gemacht, lautete das Motto der Veranstaltung für die kleinen Besucher. Vorgestellt wurden die verschiedensten Drucktechniken, vom Kartoffeldruck bis zum komplizierten Steindruck. Und an jeder Station konnten die Kinder selbst kreativ mitmachen. Zu Hause geht das ja alles sehr schnell am Computer. Haben die Kinder denn da noch Interesse an der alten, ich sage jetzt mal, zeitraubenden Technik? Naja, ich denke mal, eine Aufgabe von uns ist es, dieses Interesse zu wecken. Denn die Kinder kennen das ja alles nicht. Die kriegen die Zeitung beispielsweise nach Hause geliefert, sehen sie vor sich liegen, aber wie solche Zeitungen gedruckt wird oder Buch oder ähnliches, das können sie am Computer auch nicht machen. Und deshalb bemühen wir uns, ihr Interesse zu wecken und diese verschiedenen Drucktechniken vorzustellen. Welches ist denn für die Kinder die beliebteste Technik? Na, das hängt sicherlich vom Alter ab. Wenn die kleineren Kinder kommen, die spielen hier mit Stempeln oder auch mit Fingermalfarben oder Kartoffeldruck, und die Größeren interessieren sich dann schon für Buchdrucktechnik, für Siebdruck, und ein Highlight bei uns ist natürlich der Steindruck, die Lithografie, denn das ist etwas, was heute kaum noch hergestellt wird, außer für künstlerische Zwecke, und da sind natürlich die Kinder ganz interessiert zu sehen, wie das in Stein reingemacht wird, die Druckform praktisch, und vor allen Dingen dann auch hier die Druckstücke hergestellt werden. Wie schon erwähnt, hier Stempeldruck und Kartoffeldruck, das ist klar, dass Sie Blätter mitnehmen können. Sie können aber auch Linolschnitt machen, Schnitte selber anfertigen, hier ausdrucken mit einem alten Wäschemangel und können Sie natürlich auch mitnehmen. Sie können sich im Buchdruck ein Erinnerungszettel herstellen lassen mit Ihrem Namen drauf. Sie können heute aus Plastikschilder oder mit Plastikschildern sich einen Namen fräsen lassen. Sie können auch beim Siebdruck sich einiges erstehen und wie gesagt beim Steindruck können Sie ebenfalls solche Lithografie mitnehmen. Ja, wir machen jeden Monat eine Veranstaltung für Kinder und Jugendlichen. Diesen Monat, oder heute besser gesagt, wie gesagt, geht es um Drucktechnik. Im nächsten Monat geht es um altes Handwerk, dass wir Kindern mal vorführen, wie früher bestimmte Dinge hergestellt werden. Das geht los beim Textilien, das Weben, das Färben, das Waschen, mit Waschbrett beispielsweise und alte Wringmangel führen wir vor, aber auch Metallherstellung, Metalltreibarbeiten, die Transmissionsanlage führen wir vor, wie früher Metall gedreht wurde bzw. gesägt und gebohrt wurde und dergleichen. Auch die Bohrmaschinen dafür mit Fußbetrieb, auch das können die Kinder alles selber ausprobieren. Schmieden werden wir den Kindern mal zeigen, wie geschmiedet wird. Und wie gesagt, diese Art von alten Technik wollen wir den Kindern hier mal demonstrieren. Dass also nicht alles heute bloß aus einer fertigen Fabrik kommt, sondern dass früher sehr viel Handarbeit und Kraft und Ausdauer dafür erforderlich war. Im Oktober geht es dann um Modellbau. Die Kinder können dann Schiffsmodelle, Flugzeugmodelle, Autos und so weiter aus Pappe, aus Plastik, aus Holz herstellen. Auch Drachen, ist ja wieder die Zeit des Drachenfliegens lassen. Und im November beispielsweise geht es um Eisenbahn, Modellbahn. Vor Weihnachten ist das ja immer ein interessantes Thema für die Kinder. Wir haben Modellbahnen, verschiedene Modellbahnanlagen aufbauen. Die Kinder können dazu wieder basteln mit Kartonmodellen und ähnliches. Sie können malen. Wir haben jetzt in unserer Homepage oder auf unserer Homepage extra eine Kinderseite eröffnet, auf denen wir jeden Monat extra ein Bild von Kindern zeigen. Es wird immer im Monat dort eingestellt. Die Kinder, die das hier gemalt haben, können das sehen, dass auch ihre Zeichnungen dort für die ganze Welt zur Verfügung stehen. Und im Dezember haben wir eine ganz beliebte Veranstaltung, Weihnachten im Museum, sagen wir dazu. Die ist immer sehr, sehr gut besucht. Dann gibt es viele Überraschungen, Spiele, Sachen zum Mitmachen. Und wie gesagt, die Kinder kriegen auch kleine Geschenke und werden praktisch auf Weihnachten vorbereitet. Vorbereitet war auch der Platz für ein Zeugnis hervorragender und in diesem Falle Magdeburger Ingenieurskunst, das wenige Tage später wieder an den Ort zurückkehrte, von dem es einst 1913 seinen Weg nach Süddeutschland antrat. Es handelt sich um eine fahrbare Patent-Heißdampfmotor-Lokomobile, nach seinem Hersteller Motor Wolf genannt. Über einen englischen Sammler stieß die Mannschaft des Museums auf dieses Exemplar, das einem Liebhaber in Baden-Württemberg gehört. Es befindet sich jetzt als Leihgabe in Magdeburg mit der Option des Erwerbs. Dafür sucht das Technikmuseum jetzt dringend Spender, denn 12.000 Euro müssen für den Ankauf aufgebracht werden. Der Transport der 2 Tonnen schweren Maschine wurde durch die IFA Rotorion Holding GmbH aus Hallenslehm kostenlos durchgeführt.